Herzlich willkommen zum Filmgespräch nach der Online-Premiere von Der letzte Gipfel. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Und noch mehr freuen wir uns, dass wir jetzt Juan Manuel Cotelo online zu Gast haben. Er ist in Spanien, aber ist jetzt mit uns live verbunden, um uns noch etwas zu erzählen über den Film. Und Sie können gerne in den Chat auch Fragen an Juan Manuel Cotelo schreiben. Und ich möchte jetzt gerne das Wort gleich an ihn übergeben und dass er sich kurz selbst vorstellt. Juan Manuel, por favor, ¿puedes presentarte? Sí, buenas noches a todos. Estoy muy contento de estar aquí, aunque me gustaría más estar allí. Cristian, ¿me escuchas? No, lo siento mucho, no lo escucho. Ahora sí. Ah. Ok, es tut uns sehr leid, wir hatten kurze Einstiegsprobleme, aber jetzt ist das Tonproblem behoben. Juan Manuel, por favor. Sí, decía que buenas noches a todos. En primer lugar, quiero disculparme por no estar allí con todos ustedes, presente en Alemania, en Suiza o en Austria. Herzlich willkommen an euch alle an diesem Abend und ich möchte mich zuallererst dafür entschuldigen, dass ich nicht wirklich physisch anwesend sein kann bei euch allen und mit euch allen in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland. Quiero empezar dando las gracias a las personas que han hecho posible que la última cima se haya traducido en alemán y hoy se haya podido proyectar. Und zuallererst möchte ich den Menschen danken, die es möglich gemacht haben, dass der letzte Gipfel ins Deutsche übersetzt wurde und heute aufgeführt werden konnte. El mensaje de esta película es tan fuerte, tan poderoso, que el hecho de que lo hayamos visto a través de una computadora en lugar de a través de un cine tiene poca importancia. Und die Botschaft dieses Filmes ist so stark und mächtig, dass es nicht so wichtig ist, ob wir ihn in einem Kino oder auf einem Laptop gesehen haben. Espero que disculpen las interrupciones que ha habido. Es una tecnología nueva que estamos usando y tenemos que aprender todavía cómo hacerlo muy bien. Und ich hoffe, Sie verzeihen uns allen für die technischen Schwierigkeiten, die wir hatten. Das ist eine neue Form und eine neue Technologie, die wir da jetzt benutzen. Und wir müssen auch erst reinkommen und lernen, wie wir sie am besten benutzen können. Me acordaba hace un rato de lo que pasó en Panamá, cuando se estrenó la película hace unos cuantos años. Und ich habe mich gerade daran erinnert, was in Panama passiert ist, als wir vor ein paar Jahren dort den letzten Gipfel aufgeführt haben. El estreno era en 7 salas de cine simultáneamente y cuando empezó la proyección se estropeó el sistema en las 7 salas de golpe. Die Premiere von Der letzte Gipfel in Panama fand gleichzeitig in 7 Kinosälen statt. Und genau als wir mit der Premiere beginnen wollten, brach das ganze technische System in allen 7 Sälen gleichzeitig zusammen. Durante unos minutos hubo mucha tensión. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no funciona? Los responsables de la sala de cine estaban desesperados. Und für einige Minuten lang war das eine total angespannte Situation, wo alle irgendwie sagten, was ist los, warum geht das nicht weiter, was ist nicht in Ordnung. Und auch die Besitzer des Kinos waren total angespannt und hoffnungslos. Hasta que finalmente un sacerdote que había en la sala de cine pidió permiso para subir a la cabina de proyección. Bis ein Priester, der auch unter den Zusehern war, darum bat, dass er in die Kabine reinkommen durfte, wo die technischen Geräte stehen, damit der Film gezeigt werden kann. Sacó un crucifijo, lo puso sobre el aparato de proyección y rezó un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria y se arregló el sistema de las 7 salas. Und der Priester zog ein Kreuz heraus
und legte es auf den Filmprojektor, betete ein Ehre sei dem Vater, ein Gegrüßet seist du Maria und ein Vater unser. Und siehe da, das technische Problem in allen 7 Kinosälen war plötzlich behoben. Esto no siempre ha pasado, pero créanme que las dificultades técnicas unidas a la proyección de esta película suelen suceder. Y pienso que es porque al demonio no le gusta esta película. Und das passiert natürlich nicht immer auf so wundersame Weise, dass sich die Dinge lösen. Aber glauben Sie mir, wir sind es gewohnt, dass wenn wir diesen Film aufführen, dass es da oft technische Probleme gibt. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass dem Teufel dieser Film nicht gefällt. Dios se sirve de cualquier camino para llegar hasta nosotros, también de una película. Gott benutzt jeden möglichen Weg, jede mögliche Art, uns nahe zu kommen. Benutzt auch Filme. Y hemos visto en muchas personas y en muchos países el bien que esta película ha hecho a tantas personas. Und wir haben in so vielen Ländern gesehen, wie vielen Menschen dieser Film gut getan hat. Recuerdo un chico joven que nos escribió poco después del estreno en España diciendo que se iba al seminario para ser sacerdote. Und ich erinnere mich an einen jungen Mann, der uns bald nach der Premiere des Films in Spanien geschrieben hat, dass er ins Seminar eintreten will, Priester zu werden. Y yo decía, es increíble, hay un chico joven que ha visto la película y quiere ser sacerdote. Und ich habe gesagt, das ist echt unglaublich, das ist total unglaublich. Es gibt einen jungen Mann, der den Film gesehen hat und der Priester werden möchte. Pero escribió otro joven y otro y otro y otro. Und yo conocí personalmente a 50 jóvenes que se fueron al seminario después de ver esta película. Und dann schrieb aber noch ein junger Mann dasselbe und dann noch einer und noch einer und noch einer. Und ich habe persönlich 50 junge Männer kennengelernt, die ins Priesterseminar eingetreten sind, weil sie diesen Film gesehen haben. Supe de un sacerdote que había abandonado su sacerdocio durante varios años y después de ver la película fue a ver al obispo para decirle quiero volver a ser sacerdote. Und ich habe auch von einem Priester erfahren, der das Priesteramt verlassen hatte für viele, viele Jahre lang. Und nachdem er diesen Film gesehen hatte, ging er zu seinem Bischof, um ihn darum zu bitten, dass er wieder Priester sein durfte. Y muchas historias más, muy bonitas, que he conocido. Und da gibt es noch viele, viele schöne Geschichten mehr, die ich gehört habe und die ich erzählen könnte. Hubo una chica de París que vino a España para abortar. Zum Beispiel ein Mädchen aus Paris, das nach Spanien kam, hier abzutreiben. No se lo dijo a su marido, no se lo dijo a sus padres, que eran los que estaban obligándola a abortar. Und sie hat das weder ihrem Mann noch ihren Eltern gesagt, die sie dazu drängten, abzutreiben. La víspera de la operación bajó a la calle desde el hotel y se fue al cine. Und am Vorabend des Eingriffs ging sie raus, ins Kino zu gehen. Y pidió una entrada para cualquier película. Y le dieron una entrada para ver La última cima, que se acababa de estrenar una semana antes. Und sie hat gesagt, es ist mir ganz egal, gib mir ein Ticket für den nächsten besten Film. Und sie gab mir ein Ticket für Der letzte Gipfel, der gerade eine Woche vorher Premiere gefeiert hatte. Al día siguiente nos escribió diciendo que se había vuelto a París sin abortar. Und am nächsten Tag schrieb sie uns, dass sie wieder nach Paris zurückgekehrt war, ohne abgetrieben zu haben. Nos pedía ayuda porque su hija estaba muy enferma. Und sie bat uns Hilfe, weil ihr Kind sehr, sehr krank war. Y pedía que le pusiéramos en contacto con esa mamá que sale en la película al final contando la historia de Blanca.
Und sie hat uns gebeten, dass wir ihr helfen, Kontakt aufzunehmen mit der Mutter, die am Ende im Film Der letzte Gipfel vorkommt, der Mutter von Blanca. Y meses después nos mandaba la foto de su hija, diciendo, no he matado a mi hija, tengo paz. Und einige Monate später sandte sie uns das Foto ihrer Tochter und da stand drunter, ich habe meine Tochter nicht umgebracht. Ich habe Frieden, ich bin im Frieden. De nuevo yo decía, es increíble, es increíble. Und ich sagte wieder, wie unglaublich ist das? Porque hubo muchas personas que nos escribieron para contar estas reacciones. Denn es gab so viele Leute, die uns schrieben, um uns Reaktionen dieser Art zu erzählen, zu berichten. Hasta que un día me di cuenta de que no es increíble. No es increíble que Dios siga haciendo milagros. Und eines Tages stellte ich aber fest, dass es nie, dass das nicht unglaublich ist. Denn es ist nicht unglaublich, dass Gott weiterhin Wunder tut. Sería increíble que no hubiera milagros. Es wäre unglaublich, wenn es keine Wunder mehr gäbe. Creo que en la vida de Pablo hubo muchos milagros. Ich glaube, im Leben von Pablo gab es sehr viele Wunder. Como hay en la vida de cualquier sacerdote. So wie im Leben von jedem Priester. Son milagros discretos, silenciosos, cotidianos. Es sind unscheinbare, stille, alltägliche Wunder. El milagro de la Eucaristía diario nos llega a través de los sacerdotes. Das Wunder der täglichen Eucharistie wird uns durch die Priester geschenkt. El milagro de nuestra resurrección del pecado a través de la confesión nos llega por los sacerdotes. Das Wunder unserer Auferstehung nach der Sünde kommt zu uns durch die Priester. Los sacerdotes actualizan el poder de Cristo de hacer milagros. Denn sie schenken uns in der Beichte durch Christus die Vergebung. Son personas normales a las que Dios escoge para seguir haciendo milagros. Und Gott nimmt sich durch die Priester die Möglichkeit, Wunder zu tun. Die Priester sind gewöhnliche Menschen, die Gott auserwählt, um durch sie weiterhin Wunder tun zu können. Porque a Dios le gusta hacer las cosas en equipo. Denn Gott arbeitet gern im Team, er macht gern Teamwork. Y lo vemos en el Evangelio, como pudiendo hacer las cosas él solo, siempre hace las cosas en equipo. Und wir sehen das auch im Evangelium. Gott hätte so viele Dinge einfach alleine tun können, aber er macht gerne Teamwork. Utiliza a los apóstoles para dar de comer a la multitud. Er bedient sich der Apostel, um die Menge, um den Hunger der Menge zu stillen. Y sigue buscando personas a las que utilizar para seguir haciendo milagros. Und er sucht weiterhin Menschen, er sucht noch immer Menschen, die sich von ihm dazu benutzen lassen, Wunder zu tun. Pablo era una persona normal, absolutamente normal. Pablo war ein ganz normaler Mensch, ein ganz, ganz normaler Mensch. Hubo un compañero suyo del colegio que me dijo, ¿quieres que te resuma toda la vida de Pablo en una frase? Ein Schulkollege von Pablo hat zu mir gesagt, möchtest du, dass ich das Leben von Pablo für dich in einem einzigen Satz zusammenfasse? Y le dije que sí. Ich habe gesagt, ja, bitte. Y me dijo, Pablo es una persona que cuando tenía 12 años le dijo a Dios, hágase en mí tu palabra. Und er sagte zu mir, Pablo war ein Mensch, der mit 12 Jahren zu Gott gesagt hat, es geschehe dein Wille, es geschehe dein Wille. Y Dios dijo, trato hecho. Und Gott sagte, okay, abgemacht. Firmaron un contrato y cada uno cumplió su parte.
Die beiden, Gott und Pablo, haben einen Vertrag miteinander gemacht und jeder erfüllte seine Aufgabe im Vertrag. Dios se sintió libre para actuar a través de Pablo. Gott fühlte sich frei, durch Pablo zu wirken. Y por eso su vida dio tanto fruto. Und deswegen gibt es so viele schöne Früchte im Leben von Pablo. Por su obediencia a la voluntad de Dios. Weil er sich dem Willen Gottes unterworfen hat, weil er gehorsam war. Bueno, no sé si es posible que alguno de ustedes pregunte algo o que tengamos un coloquio para que no hable yo solo. Ja, wir haben eine Frage. Augenblick. Sí. Was hat sie bewegt, diesen Film zu machen? Juan Manuel, a la gente le gustaría saber por qué has decidido hacer esa película. ¿Qué te ha motivado para hacer esa película? Pues yo hice lo posible para no conocer a Pablo durante 6 meses. Ich habe 6 Monate lang alles mir nur Mögliche dafür getan, dass ich Pablo nie begegnen muss. No quería conocer a ningún otro sacerdote. Ich wollte keinen weiteren Priester kennenlernen. Pero un amigo mío me persiguió durante 6 meses. Me decía, tienes que conocer a Pablo, tienes que conocer a Pablo. Aber 6 Monate lang hat ein Freund von mir mich regelrecht damit verfolgt, dass er immer wieder sagte, du musst Pablo unbedingt kennenlernen. Yo le conocí para librarme de él. Und ich habe Pablo kennengelernt, um ihn endlich loszuwerden. Hablé con él un minuto y me despedí. Und ich habe mit Pablo 1 Minute gesprochen und habe auf Wiedersehen gesagt. Cuando supe que había muerto, 12 días después, para mí fue una sorpresa muy grande, claro. Und als ich 12 Tage später erfuhr, dass Pablo verstorben war, war das für mich eine große Überraschung. Y empecé a saber cosas sobre Pablo a través de sus amigos, su familia, sus alumnos. Und über seine Schüler, seine Freunde, seine Familie habe ich angefangen, Dinge über Pablo zu erfahren. Y pensé, qué tonto has sido por no haberle conocido antes. Und ich habe gedacht, ach, was für ein Dummkopf warst du, dass du ihn nicht schon viel früher kennenlernen wolltest. Me hubiera gustado mucho conocerle más. Weil ich hätte ihn sehr gerne viel besser kennengelernt. Y pensé que a mí me hacía mucho bien conocer la vida de Pablo. Und ich hatte den Eindruck, dass es mir gut tat, das Leben von Pablo kennenzulernen, mehr über ihn zu erfahren. Descubrí que cuando hay un sacerdote que hace algo malo, inmediatamente es noticia. Und mir ist klar geworden, wenn ein Priester etwas Schlechtes tut, dann gibt es darüber sofort eine Schlagzeile. Pero los sacerdotes que hacen cosas bien, no se habla de ellos. Aber man spricht nicht über die Priester, die Gutes tun. Los sacerdotes que simplemente nos sirven como Cristo limpiando nuestros pies, no se habla de ellos. Die Priester, die uns einfach wie Christus dienen, indem sie uns die Füße waschen, über die spricht man nicht. Pensé que quería descubrir y contar qué es un buen sacerdote. Und ich dachte mir, ich möchte herausfinden und erzählen, was ein guter Priester ist. Porque ya sabía qué es un mal sacerdote. Denn ich wusste schon, was ein schlechter Priester ist. Y confío en que la película ayude a amar más a los sacerdotes. Und ich vertraue darauf, ich hoffe, dass der Film wirklich hilft, dass wir die Priester wieder mehr lieben. Ese fue mi principal deseo. Das war mein erster Beweggrund, mein erster Wunsch, um diesen Film zu machen. Gibt es noch eine weitere Frage? Von der gleichen Person fragt, hat der Film auch ihr Leben verändert?
Tenemos otra pregunta que es si esa película ha cambiado tu vida y quizás puedes contar un poco cómo. Hubo muchas cosas de la vida de Pablo que impactaron en mi vida. Es gab sehr viele Dinge im Leben von Pablo, die auch in meinem Leben Spuren hinterlassen haben. Voy a tratar de sintetizar la más importante. Und ich werde versuchen, das Wichtigste kurz zu sagen. El descubrimiento más importante fue que la santidad no es lo que yo hago por Dios, sino lo que Dios hace por mí. Und das Wichtigste war eigentlich, dass mir klar wurde, dass die Heiligkeit nicht in dem besteht, was ich für Gott tue, sondern darin, was Gott für mich tut. Que la santidad no es fruto del esfuerzo humano. Die Heiligkeit ist nicht eine Frucht unserer menschlichen Anstrengung. La santidad es Dios que se me entrega. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, que la santidad es Dios mismo que se entrega a mí. Ah, die Heiligkeit besteht darin, dass Gott sich mir total zur Verfügung stellt, sich mir ausliefert. Eso simplifica toda la vida espiritual. Und das vereinfacht dein ganzes geistliches Leben. Creo que la simplifica tanto como la vida de la Virgen María. Und dann wird unser Leben so einfach wie das Leben von der Gottesmutter Maria. Que es, ¿quién es la Virgen María? La que obedece a Dios. Und wir können uns jetzt die Frage stellen, wer ist die Mutter Gottes? Die Mutter Gottes ist jene, die Gott wirklich gehorcht hat. No es la que hace cosas por Dios, sino la que deja que Dios haga cosas en ella. Sie ist nicht diejenige, die Dinge für Gott tut, sondern diejenige, die zulässt, dass Gott durch sie wirkt und in ihr handelt. El atractivo de Pablo es Cristo mismo. Si Pablo resulta atractivo, es porque vemos a Cristo en Pablo. Was Pablo anziehend für uns macht, ist, dass wir Christus in ihm sehen können. Si Juan Pablo II es atractivo, es porque vemos a Cristo en Juan Pablo. Wenn Johannes Paul II für uns interessant und anziehend ist, dann ist es, weil wir Jesus Christus in ihm sehen können. Es lo que dice San Pablo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Das ist, was der heilige Paulus sagt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Este descubrimiento yo lo hice gracias a Pablo Domínguez. Und das habe ich verstanden und entdeckt durch den Pablo Domínguez. Podría contar más cosas, pero esta para mí fue la más importante. Ich könnte noch mehr erzählen, aber das war wirklich die wichtigste Entdeckung für mich. Ich glaube, wir haben noch eine Frage. Oder? Eine letzte vielleicht noch, ja? Ja, wir haben noch eine Frage. Die Lourdes fragt, was denken Sie, warum gibt es so wenige Nachrichten über die guten Taten von Priestern? Juan Manuel, ¿qué piensas? ¿Por qué hay tan pocas noticias sobre esos sacerdotes buenos y lo que hacen ellos? Bueno, pues porque a lo mejor los que podíamos contarlas no las hemos contado. Perdón. Sí, porque los que podíamos contar esas noticias no las hemos contado. Ah, weil diejenigen, die diese Nachrichten erzählen könnten, diese Nachrichten nicht weitertragen über die guten Priester. El Evangelio es la buena noticia. Weil das Evangelium ist die gute Nachricht. ¿Quién tiene que contar esa buena noticia? Und wer muss diese gute Nachricht weitererzählen? Los cristianos. Die Christen. Si los cristianos nos dedicamos a contar malas noticias, nadie contará las buenas noticias. Wenn wir Christen unsere Zeit damit verbrauchen, schlechte Nachrichten weiter zu erzählen, dann wird niemand die guten Nachrichten weitererzählen. Y si no contamos las buenas noticias, a lo mejor es porque no las conocemos con el corazón. Und wenn wir die guten Nachrichten nicht weitererzählen, dann ist der Grund dafür vielleicht derjenige, dass wir diese guten Nachrichten noch nicht mit dem Herzen
aufgenommen und verstanden haben. A Dios se le conoce cuando se le ama. Gott lernt man dann kennen, wenn man ihn liebt. Y cuando se le ama, es muy fácil hablar sobre él. Und wenn man Gott liebt, dann ist es sehr leicht, über ihn zu sprechen. Pero si a Dios no le amamos, sino que solamente le estudiamos, es normal que no hablemos de él. Aber wenn wir Gott nicht lieben, sondern wir ihn nur studieren, dann ist es normal, dass wir nicht über ihn sprechen wollen. Y lo mismo pasa con los sacerdotes. Cuando uno experimenta en su vida el servicio que en el alma a través de los sacerdotes, es muy fácil hablar de los sacerdotes. Dasselbe gilt auch für die Priester. Wenn jemand in seinem konkreten Leben den guten Dienst spürt, den die Priester ihm tun für seine Seele, dann ist es sehr, sehr leicht, über die Priester zu sprechen. Si encontramos a Jesús dentro del sacerdote, hablaremos del sacerdote. Wenn wir im Priester Jesus begegnen, dann werden wir von diesem Priester erzählen. Pero si no vemos a Jesús dentro del sacerdote, pues hablaremos del ser humano pecador que sostiene a Cristo. Aber wenn wir in diesem Priester nicht Jesus Christus sehen, dann werden wir über die menschlichen, sündhaften Seiten dieses Priesters erzählen. No sé si hay alguna pregunta más. Gibt es noch eine weitere Frage? Mm-hmm. Der Frank fragt, lieber Juan Manuel, alle vier Filme von dir tragen aus meiner Sicht die Botschaft, erlebe die Gegenwart Gottes. Welcher Impuls lebt in dir, diese Botschaften auf diese Weise zu verbreiten? Dicen que piensan que todas tus películas llevan el mensaje que hay que experimentar Dios en la propia vida. ¿Qué impulso está dentro de ti que te hace transmitir siempre este mensaje? Pues porque yo hablo mucho y me gusta hablar de las cosas que amo. Ich spreche gern darüber, weil ich sehr gern rede und ich rede aber gerne über Dinge, die ich liebe. Y cuando amas algo o amas a alguien, tienes que hacer más esfuerzo para callarte que para contarlo. Und wenn du etwas oder jemanden liebst, dann musst du dich, kostet es dir mehr Anstrengung, nicht darüber zu erzählen, als darüber zu berichten. Si amamos a Dios, es muy fácil hablar sobre él. Wenn wir Gott lieben, dann ist es sehr einfach, über ihn zu sprechen. Y si no le amamos, pues es muy difícil que hablemos de él. Und wenn wir ihn nicht lieben, dann ist es sehr schwierig, über ihn zu sprechen. El impulso es el amor. Und der Impuls, die Anregung, die in mir ist, ist einfach die Liebe. Y ese amor es un don, es un regalo de Dios mismo. Und diese Liebe ist eine Gabe, ein Geschenk von Gott selbst. Que late con fuerza dentro del corazón nuestro. Und dieses Geschenk, das schlägt ganz stark in unsere Brust. Y quiere salir hacia afuera, a través de nosotros. Und es möchte von uns hinausgetragen werden. A través de nuestras acciones y a través también de nuestras palabras. Durch unsere Taten, aber auch durch unsere Worte. Cuando Dios toma posesión de nuestro corazón, ya es libre para actuar a través de nosotros. Wenn Gott von unserem Herzen Besitz ergreift, dann ist frei, uns zu benutzen, so wie möchte. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente no frenarle. Alles, was wir tun müssen, ist, ihn nicht zu bremsen. No frenar ningún impulso bueno del corazón. Keine gute Anregung, keinen guten Impuls zu bremsen, der einfach unser Herz durchdringt. Y todos sabemos distinguir cuando tenemos un impulso bueno. Und wir wissen alle, wie man es unterscheidet, ob ein Impuls gut oder schlecht ist. Eso es todo. Dejar que salga el amor a través de nuestra vida.
Das ist alles. Dass wir einfach die Liebe, dass wir einfach zulassen, dass unser Leben von der Liebe durchflutet wird. ¿Qué más? Gibt es noch eine weitere Frage? Es gibt eine. Wie kann man Ihre Projekte unterstützen? ¿Quieren saber cómo pueden apoyar tus proyectos? Bueno, muchas gracias por la pregunta, en primer lugar. Da möchte ich gleich am Anfang vielen herzlichen Dank sagen für diese Frage. En primer lugar, realmente creemos en el poder de la oración. Vor allem und zuallererst glauben wir an die Macht des Gebetes. Lo dice Jesús. Dice, cuando dos o más de vosotros le pidan algo al Padre en mi nombre, se les concederá. Jesus sagt, wenn zwei oder drei etwas in meinem Namen vom Vater bitten, dann wird es ihnen gegeben. Pues yo les pido que recen por nosotros. Und deswegen bitte ich sie, dass sie für uns beten. Que pidan que seamos fieles a la misión que Dios nos encomienda. Dass sie für uns beten, dass wir der Mission, die Gott uns gegeben hat und die Gott uns gibt, dass wir ihr treu bleiben können. Es una misión muy concreta. Es ist eine sehr konkrete Mission. Anunciar las buenas noticias del Evangelio a través de películas y videos. Die gute Nachricht des Evangeliums durch Filme und Videos zu verkünden. Y desde el punto de vista más material, pues también pueden ayudarnos a través de donaciones. Und wenn wir mehr die materielle Seite sehen, dann können Sie uns natürlich auch gerne unterstützen durch Spenden. Todas las películas que hemos hecho han sido posibles gracias a personas que donaron dinero. Alle Filme, die wir gemacht haben, konnten wir nur machen mit Hilfe von Spenden. Porque hacer películas cuesta dinero. Weil Filme zu produzieren, das kostet Geld. Y distribuirlas por el mundo cuesta dinero. Und sie in aller Welt zu verbreiten, kostet auch Geld. Nosotros somos una fundación que se llama Fundación Infinito Más Uno. Und wir sind eine Stiftung, die Infinito Más Uno heißt. Y a través de nuestra página web se puede donar quien quiera cualquier cantidad de dinero. Und über unsere Homepage können Sie einen beliebigen Betrag an Spenden an uns überweisen. Und wir werden die Homepage, die Adresse in den Chat unten reinschreiben für alle, die interessiert sind. Y luego hay personas que tienen todo tipo de iniciativas y que nos escriben para decir, yo podría ayudar haciendo este trabajo. Und dann haben wir auch immer wieder, kommt es immer wieder dazu, dass Menschen uns einfach anrufen und sagen, ich würde gerne mithelfen und sagen, ich könnte das und das für euch tun. Lo mejor es que nos escriban a la página web diciendo pues, en qué país están y les ponemos en contacto con las personas de Infinito Más Uno de cada país. Und wenn Sie gerne so konkret mithelfen möchten, dann gehen Sie am besten auch auf unsere Webseite www.infinitomasuno.org. Wir werden das unten in den Chat reinschreiben und über die Homepage können Sie dann mit Kontakt mit uns aufnehmen und wir helfen Ihnen dann, unsere Kontaktperson im jeweiligen Land, wo Sie gerade sind, mit dieser Kontaktperson in Kontakt zu treten. Nuestra próxima película, si Dios quiere, tratará sobre la familia. Und wenn Gott will, dann wird unser nächster Film über die Familie handeln. Sentimos que es muy urgente hablar sobre la familia. Weil wir haben den Eindruck, dass es sehr, sehr dringend ist, über die Familie zu sprechen. Esto sí que es una pandemia. Weil die Problematik mit der Familie ist, das ist wirklich eine Pandemie. Hay millones de familias que se están rompiendo. Es gibt so viele Familien, die auf die zerbrechen. Das ist wirklich die weltweite Pandemie eigentlich. En España hay un divorcio cada 5 minutos. In Spanien lässt sich alle 5 Minuten ein Pärchen scheiden. Y en todo el mundo la estadística es muy parecida.
Und auf der ganzen Welt sind die Statistiken, was Ehescheidung betrifft, sehr, sehr ähnlich. Podemos acostumbrarnos a la pandemia o tomarnos la vacuna, porque existe. Wir können uns daran gewöhnen, wir können lernen, mit dieser Pandemie einfach zu leben, oder wir können die Impfung dagegen zu uns nehmen, denn es existiert eine Impfung dagegen. Queremos contar que existe una vacuna que soluciona cualquier crisis matrimonial. Wir wollen erzählen, dass es eine Impfung gibt, die jede Ehekrise stoppen kann. Y que es una vacuna que se ha puesto a prueba y siempre funciona. Und das ist eine sehr gut getestete Impfung, die immer funktioniert. Así que de eso tratará la próxima película. Und darüber wird also unser nächster Film handeln. No sé si hay más preguntas. Yo tendría que ir terminando, me tienen que perdonar, porque en España a las 11 de la noche tenemos que estar en casa. Y son menos 5 y yo tengo que llegar hasta mi casa. Wir müssen langsam Schluss machen, weil aufgrund von der Pandemie muss man in Spanien um 11 Uhr zu Hause sein und es ist schon fast 11 Uhr. Also nur, wenn es noch eine ganz kurze, dringende Frage gibt. Ansonsten müssen wir uns langsam verabschieden. Pero si hay preguntas pendientes, con mucho gusto me ofrezco a contestarlas por escrito. Okay. Unterstützen haben wir schon. Cristian, ¿me has oído? Sí, te he oído. Estamos controlando la lista de preguntas. Ah, digo, porque podría contestar por escrito, si no a las preguntas. Ya. No, entonces está bien con eso. Pues di eso, que puedo contestar por escrito a quien quiera. Ya, also wir bedanken uns vielmals, dass Sie beim Filmgespräch dabei waren. Wie gesagt, wir müssen jetzt Schluss machen aufgrund gesetzlichen Bestimmungen von der Pandemie auch. Aber wenn es noch weitere Fragen gibt, die Sie gerne beantwortet hätten oder mit dem Juan Manuel Kontakt aufnehmen würden, um das zu besprechen oder so, dann kann er gerne Ihre weiteren Fragen noch in schriftlicher Form beantworten und die Kontaktaufnahme kann da auch über die Homepage, wo wir die Adresse schon unten schon in den Chat reingeschrieben haben, kann da aufgenommen werden. Kontakt mit dem Juan Manuel. Oh ja, wir bedanken uns noch einmal beim Juan Manuel, dass er jetzt dieses Filmgespräch auf so neue Art und Weise mit uns gemacht hat. Aber wir sehen da auch, dass die neuen Medien da uns viele Möglichkeiten geben, die früher vielleicht nicht da gewesen wären. Dafür sind wir auch dankbar. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Entschuldigen uns nochmal für alle technischen Schwierigkeiten. Wünschen Ihnen noch eine schöne Weihnachtszeit. Alles, alles Gute und wirklich, dass Sie Gottes Kraft und Segen spüren, um die Botschaft dieses Filmes weiter in Ihr Leben mit hinauszunehmen und daraus Kraft und Inspiration zu schöpfen. Vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Y muchas gracias y feliz Navidad a todos. Und vielen Dank auch von Juan Manuel nochmal und frohe Weihnachten an alle. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke.